Viele Namen, aber nur ein tiefes Geheimnis. Die Heilige Messe entdecken mit Pfarrer Johannes Leichner. Ein Podcast von Missio Österreich. Eucharistiefeier, Heilige Messe oder Mahl des Herrn. Viele Namen, aber nur ein tiefes Geheimnis. Die Eucharistie ist nach der Taufe und der Firmung das dritte Initiationssakrament der katholischen Kirche. Sie ist die geheimnisvolle Mitte all dieser Sakramente, denn das historische Opfer Jesu am Kreuz von Golgotha vor beinahe 2000 Jahren wird während der Wandlung jeder Messe plötzlich auf verborgene, auf unblutige Weise wieder Gegenwart. Und darauf zielt alles ab in der Heiligen Messe. Darüber hinaus gibt es auch nichts Größeres, was noch zu erreichen wäre. Nein, wenn wir das gebrochene Brot essen, da vereinigen wir uns mit der Liebe Jesu, der seinen Leib am Holz des Kreuzes für uns hingab. Wenn wir also aus dem Kelch trinken, vereinigen wir uns mit dem, der in der Hingabe für uns sogar sein kostbares Blut vergossen hat. Aber zugleich ist jede Eucharistiefeier noch immer das eine Mahl, das Christus mit seinen Jüngern feierte, und zugleich die Vorwegnahme des Mahles, das der Herr mit den Erlösten einmal am Ende aller Tage feiern wird. Viele Namen, aber ein tiefes Geheimnis. Oder wie Papst Benedikt der 16. einmal sagte: Im Brot und im Wein kommt in Form des Sakramentes das ganze göttliche Leben zu uns und teilt sich uns mit.